Ja, hallo zusammen. Ich werde immer wieder gefragt, was sind denn jetzt nun die besten Gegenden auf Nordzypern, wo ich hinziehen kann, wo ich mich länger aufhalten kann, wo ich wohnen kann. Und gibt es denn Alternativen auf Nordzypern, die vielleicht weniger bekannt sind und trotzdem geeignet? Natürlich ist Gerne an erster Stelle zu stehen. Warum? Die Infrastruktur ist am besten. Ich habe das mehrfach berichtet. Schulen, internationale Schulen, medizinische Versorgung, Dienstleistungen, Tankstellen, alles, Restaurants, ein schöner Hafen. Es gibt in Girne so gut wie alles, was man braucht. Das gilt auch für die angrenzenden Orte, Alsancak mit Einschränkung auch Laptar, sowie Ozankoy, Çatalköy und die Vororte Richtung Bela Paes hinauf. Hier kann man wirklich von einer gelungenen Infrastruktur sprechen und man hat alles in der Nähe. Man muss sich keine großen Gedanken machen. Der Wermutstropfen ist ja bekannt, kein Sandstrand in der Nähe. Man muss also sich die Strände suchen. Dafür wohnt man aber in einem der besten Orte auf Nordzypern. Was kann man noch empfehlen? Die Gegend um Iskele bis runter zu Famagusta. Das wird eine Retortenstadt werden, mit Hochhäusern bis 30 Stock hoch. Hier wird sehr viel verkauft. Der Strandabschnitt ist Kilometer lang, allerdings sehr, sehr schmal. Er ist bis heute nur teilweise auch mit einer Promenade ausgebaut worden. Die ausgebauten Stellen sind bislang sehr übersichtlich. Die Häuser, die dort entlang des Long Beaches gebaut werden, sind sehr unterschiedlich. Es gibt schöne ansprechende Siedlungen. Es gibt aber auch Riesenkomplexe, die habe ich auch schon vorgestellt in anderen Blogs, die jetzt nicht so toll sind. Der Grenzabstand ist ja in Nordzypern auch nur 5 Meter, genauso wie in der Türkei. Und deshalb wird teilweise sehr eng gebaut und auch hochgebaut. Und man weiß nicht, wenn man in der zweiten oder dritten Reihe sich was kauft, was in einem halben Jahr dort steht. Das heißt, die Aussicht zum Meer kann zugebaut werden. Famagusta selber ist sehr gut aufgestellt, insbesondere auch mit dem Riesencampus für Studierende, der einer der größten Campusse überhaupt ist, mit wahnsinnig vielen Studienrichtungen. Hier gibt es durchaus gute Möglichkeiten, auch mit Krankenhäusern, Privatkliniken, es gibt spezielle Kliniken eigentlich für alles. Zum Planieren ist Famagusta eigentlich weniger geeignet. Da hat Girne einfach einen Standortvorteil. Da ist der Altstadt einfach gewachsen. Als Investor oder als möglicher Standort muss man sich natürlich fragen, wo kann ich in Famagusta mich niederlassen. Ich habe in Blogs schon erklärt, dass im Umgriff von Famagusta sehr gute Neubauten auch zu kaufen gibt, die vielleicht jetzt nicht den Strandzugang haben, aber doch recht günstig sind und auch in guter Qualität. Man muss sich halt ein bisschen von den üblichen Maklern wegbewegen und in den örtlichen Portalen wie Hangi.eve sich kundig machen oder auf 101 Eveler, damit man ein komplettes Angebot bekommt von den möglichen Immobilien auf Nordzypern. Was ist die dritte Möglichkeit? Das ist die Hauptstadt Lefkoşa, Nikosia im Norden, liegt zentral auf der Insel, hat natürlich beste Infrastruktur, Kliniken, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und hat die beste Autobahnanbindung in alle Landesteile. Was sie natürlich nicht hat, ist der Strand. Das heißt, der Strand ist doch mindestens 40 Minuten weg. Dafür hat Nikosia den entscheidenden Vorteil, dass im Umgriff sehr viel Neues gebaut wird und die Preise noch außerordentlich günstig sind. Wenn man auf den Meerzugang verzichten möchte, trotzdem günstig wohnen möchte, trotzdem niedrige Lebenshaltungskosten haben möchte und man hat als europäischer Staatsbürger natürlich die Möglichkeit, jederzeit in den Süden zu gehen, was für viele auch als Vorteil gesehen wird. Esentepe, was ja bei den Maklern sehr oft angeboten wird, Tatlısu, Bahçeli
auch Richtung Dibkarpas, Jeni-Erenköy. Das sind alles Orte, die sehr weit außerhalb sind und die bislang kaum erschlossen sind. Was heißt für mich kaum erschlossen? Das heißt, es wird eine Landstraße, erstmal 30, 40 Minuten aufs Land hinaus, schön an der Küstenlinie, natürlich immer Blick aufs Meer, das ist gut. Und dann kommen die Bautafeln, dann kommen die Siedlungen, die sehr schön platziert sind, mit Blick auf Meer, meistens auf einem Felsplateau, wo man aufs Meer schaut. Aber jeder muss dann wirklich sich bewusst sein, dass er von der Hauptstadt Lefkoşa, Nikosia, wie Famagusta und auch Girne mindestens eine Stunde Fahrzeit entfernt ist. Und die Wege sind teilweise wirklich weit. Die Straßen sind super ausgebaut, das gibt keine Probleme. Aber ich bin tatsächlich vom Schuss. Und ob es dann genügt, nur aufs Meer hinauszuschauen, das muss jeder für sich selbst beantworten. Natürlich gibt es Communities, deutsche Communities, russische Communities, britische Communities, die einem helfen, hier auf der Insel Fuß zu fassen. Manche Leute suchen ja die Ruhe, die Einsamkeit. Dafür ist es super geeignet. Da gibt es viele Gegenden auf Nordzypern, wo eben gar nichts los ist. Das muss man einfach so sagen. Und wer sowas liebt, wer einfach die Abgeschiedenheit haben möchte, der hat auf Nordzypern wirklich sehr viele Möglichkeiten. Während der gewohnt ist, Einkaufsmöglichkeiten im Nahbereich zu haben, wird enttäuscht werden, weil er das eben nicht bekommt. Und hier muss man eben überlegen, okay, wo sind meine Prioritäten? Und die kann nur jeder selbst beantworten. Ja, wo sind die Alternativen zu den genannten Orten, die ich festgestellt habe? Ich habe den äußersten Westen besucht, also Gürtelgürt und Gaziveren, Akdeniz, auch in den Nordwesten, noch westlicher als Lapta. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir zu weit weg, sehr dörflich alles, wenig angebunden, wenig Infrastruktur. Auch Güzeljurt ist zwar eine schöne Kleinstadt, mit sehr dörflicher Struktur, kaum Restaurants. Hier ist auch der Meerzugang bislang mit nur kleinen Straßen gesegnet. Derzeit baut wieder ein großer Bauträger direkt an der Küste neue Siedlungen hin. Man kann sich nur wünschen, dass wenigstens die Strandpromenade hingebaut wird. Vor 10 Jahren ist ja das erste Projekt dort hingestellt worden, Aphrodite. Und bis heute ist die Strandpromenade nicht fertiggestellt. Es ist einfach zu weit abseits. Also keine echte Alternative, auch wenn bei Akdeniz Sandstrand ist, der aber auch erst erreichbar ist, wenn man eine halbe Stunde über die Steppe fährt, bis man endlich am Meer ist. Also, der Westen fällt aus. Lapta geht gerade noch, habe ich vorhin schon erzählt. Arnsandschak ist gut. Die Nordküste entlang Esentepe, Başeli, Tatlısu. Es wird dann immer dörflicher, immer einsamer. Die Wege werden immer weiter. Jeni-Erenköy ist eine Kleinstadt mitten im Land. Ist auch keine große Alternative. Wie schaut es bei Iskele aus? Wenn ich nördlich fahre, komme ich schließlich nach Bafra, habe ich in einem anderen Blog schon erwähnt. Und hier tut sich meiner Ansicht nach durchaus eine Alternative auf. Denn wenn ich schon auf Infrastruktur im eigentlichen Sinne mehr oder weniger verzichte, das heißt, ich akzeptiere, dass ich nun mal 40 Minuten zur nächsten größeren Stadt benötige oder eine halbe Stunde, dann kann ich mir wenigstens ein Gebiet aussuchen, wo der Strand fantastisch ist. Und das ist bei Bafra gegeben, weil dieser Strand mit Sicherheit der beste ist, der zugänglich ist, weil der Golden Beach zählt ja nicht dazu. Er ist ja im Naturschutzgebiet und viel zu weit weg. Bafra ist zwar nördlich von Iskele, aber er ist einfach ein Strand, so wie man sich allgemein auch einen Strand vorstellt, durchaus vergleichbar wie Victory im Süden, auch wenn die Projekte, die dort sind, bereits Bestandsimmobilien sind und nur noch wenige Einheiten verkauft werden, immer wieder, wenn es sich ergibt. Im Hinterland allerdings
von Bafra aus gesehen bis nach Memecik hoch, wo es ja im Sommer auch nicht ganz so heiß ist, kann man durchaus immer wieder feststellen, dass Grundstücke verkauft werden oder auch neue Häuser. Das Gleiche trifft zu Richtung Flughafen. Da kann man schon mal überlegen, ob man sie nicht dort einkauft, wenn man eh schon bereit ist, längere Wege zu fahren. Denn bei Bafra habe ich wenigstens den Strand, den ich mir vielleicht auch immer erträumt habe. Die Strände, besser gesagt, die Sandstrände an der Nordküste können da nicht mithalten. Alagade steht unter Naturschutz, hat null Infrastruktur am Strand selbst, der ja auch nicht besonders groß ist. Das Gleiche trifft für den Strand bei Esentepe zu, der leidlich bewirtschaftet wird, und auch der Strand bei Kaplica, der mir noch am besten gefällt, ist auch nicht überragend. Die anderen Strände sind bekanntermaßen mit Felsplatten gesegnet, auch nicht jedermanns Sache. Wie schaut das Resümee aus? An erster Stelle ist Girne und die angrenzenden Städte bis etwa Lapta und Çatalköy auf der anderen Seite zu sehen. Beste Anbindung, beste Infrastruktur, beste Kliniken, beste Schulen, beste Dienstleistungen, alles aus einer Hand sozusagen, auch kulturell mit vielen Angeboten, ein buntes Völkergemisch zudem, alle möglichen Nationalitäten auf einem Gebiet von einer Kleinstadt zu sehen, viele Restaurants und Abwechslung. Hier kann man wirklich auch leben. An zweiter Stelle sehe ich Iskele mit Abstrichen, weil es sich um eine Retortenstadt handelt und vielleicht mehr etwas ist für jemanden, der investieren möchte. Hier wächst vieles zusammen, was nicht augenscheinlich zusammenpasst. Hochhäuser neben kleinen Siedlungen. Man weiß nicht, wie es am Schluss aussieht. Der Strand ist sandig, Kilometer lang, ist aber noch lange nicht fertig entwickelt. Was gibt es noch für Alternativen? Dazu an dritter Stelle sehe ich die Hauptstadt, weil sie sehr viel bietet, ähnlich wie Girne, nur noch viel mehr Dienstleistungen, viel mehr Geschäfte, beste Anbindung auch für den Süden. Gleichauf in etwa, aber ganz anders strukturiert, sehe ich die Küstenlinie zwischen Esentepe und Başlıca-Tatlıtuğ. Der große Vorteil dieser Gegend ist, es gibt wahnsinnig viele Angebote, neue Projekte direkt an der Küste, so gut wie immer mit direktem Meerblick, nicht verbaut, niedrige Bebauung insgesamt im Gegensatz zu Iskele. Leider ist die Infrastruktur bekanntermaßen noch bei Weitem nicht genug entwickelt. Es ist insgesamt immer noch eine dörfliche Struktur und die Siedlungen sind mindestens 45 Minuten von Girne entfernt. Dementsprechend ist die Ausgangslage für Unternehmungen, Dienstleistungen und Geschäfte etwas dürftig. Auch die Strände lassen zu wünschen übrig. Es gibt sie zwar, Kaplica, Esentepe und auch Alagade sind Strände, die in der Nähe sind, aber sie sind klein und auch wie die gesamte Küstenlinie eben relativ wenig besiedelt. Und da muss man einfach darauf hoffen, dass sich in den nächsten 10 Jahren hier mehr tut, damit auch dieser Küstenabschnitt eine bessere Alternative wird als wie derjenige im Osten der Insel. Wo könnte man noch wohnen, ohne dass man große Abstriche macht? Im Umgriff von Famagusta westlich sehe ich Möglichkeiten, weil hier die Grundstückspreise noch niedrig sind. Im Bereich zwischen Famagusta und Flughafen sowie nördlich von Iskele Richtung Bafra, weil dort die Strände am schönsten sind. Das war's wieder mal aus München. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Ciao.